Zum ersten Mal seit 28 Jahren sind wir wirklich allein. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wie ich gelebt habe, bevor ich Mutter war. Es kommt mir so vor, als sei ich direkt vom Kindergarten in die Entbindungsstation gehoppt. Und du wohnst wieder in deinem Zimmer? Du, ich auch? Fantastisch! Wie in alten Zeiten. Wir sollten Robert dazu holen, dann hätten wir die alte Terrorbrigade wieder zusammen. Du hattest finanzielle Mittel für meine Erziehung aufzubringen. Ja. Beträchtliche Mittel, das gebe ich zu. Aber das habe ich dir längst zurückgezahlt. Wie denn das? Durch die Freude, die ich dir bereitet habe. Willkommen im Obdachlosenasyl. Das halbe Ankleidezimmer ist in die Sauna geflogen. Gar kein Problem. Niemand ist verletzt. So, das reicht jetzt. In diesem Hause werden keine Experimente mehr gemacht. Bitte bekomme jetzt keinen Anfall, ja? Du musst irgendetwas unternehmen. Du bist der Mann im Hause. Du siehst aus wie ein Mann. Siehst an wie ein Mann. Ich werde mir ein Studio unten am Strand suchen. Ich werde diesen Zoo hier jeden Morgen um 8 verlassen und abends zurückkommen, um ihnen ihr rohes Fleisch zuzuwerfen. George! Ich sage es dir zum letzten Mal. Entweder gehen Sie oder ich. Entscheide dich! Ihr beide seid nicht unbedingt das beste Vorbild. Wir kommen Ihnen entgegen, aber wir bestimmen, was gemacht wird. Jetzt kommt unsere große Zeit genau im richtigen Moment. Geld haben wir genug, wenn wir nicht verrückt spielen. Zeit habe ich auch. Ich habe ein paar junge Leute im Geschäft, die den Laden schon schmeißen werden. Du, es beginnt ein ganz neues Kapitel. Zeit für Urlaubsreisen. Wir können Freunde besuchen. Ja.